Ja, herzlich willkommen zu The Flosh hier und dem nächsten Part von Need for Speed Underground 2. Es geht hier feuchtfröhlich weiter. Wir können gleich hier unten das Rundkurs oder den Rundkurs rennen. Der, die das... Ach... What the fuck auch immer, lass uns ab meiner Frau. So, ich glaube, das ist auch schon gleich irgendwo... Ah, da vorne. Bei mir zu Hause natürlich. Hier wohne ich. Nein, Scherz. Och, nö. Muss das sein? Wir hätten eigentlich jetzt 10 Minuten dran oder so. Zum Glück nur 2 Runden. So, wir sind dann vom Dritter. Ich bestätige Erster. Oder ist das besser gesagt? So, ja, ich weiß nicht, wie viel wir wahrscheinlich schon geschafft haben. Auf jeden Fall ist das ein langer Weg. Gleich kommt unsere erste Kreuzung. Wir fahren schon eine Minute. Eine Minute, ja. Wir haben hier eine kurvenreiche Strecke. Soweit das Auge reicht. Ein bisschen rutschen ist auch mal angesagt. Von allem etwas dabei. Ich habe nicht die Wand geknutscht, falls es jemand fragen sollte. Und die nächste Kreuzung hier. Es geht hier los. Ja, ich denke mal, in diesem Part hier werde ich auch mal wieder nachschauen, wie viel Prozent wir wieder haben. Lieber öfters mal zwischendurch nachgucken, dann wisst ihr das natürlich auch. Ich weiß es für mich auch und man weiß ungefähr noch, wie viel man vor sich hat. So, Runde Nummer 1 ist beendet nach 3 Minuten und 7 Sekunden. Also 8 kann man eher sagen. Drei Minuten für eine Runde, ey. Die sind noch bekloppt. Zu viel gefickt haben die. Einfach zu viel gefickt. Ja, nee, ist klar. Bleib stehen. Du scheiß MX5, nerv mich.
und springen. Schade. Power Slide. Yay, ein bisschen Wasser zu bekommen. Ich frage mich gerade, warum ich gar kein Moss habe. Ich habe vorhin ein Moss eingesetzt. Danke. Sehr nett von dir, dass du mir geholfen hast, die Kurve gut zu nehmen. Aber ich werde mich nicht bei dir bedanken, indem du den Sieg kriegst. Hau mal ab hier, ey. Ich werde euch gar nichts schenken. Gar nichts. Ich bin müde. Dass ich der Röhrig bin, das weiß doch jedes Kind. Und der Taxifahrer auch. Oh. Das war nicht sehr gut. Also komm, du scheiß MX-5-Fahrer. Windschatten. Hohohoho. Knapp in Person. Haha. Geschafft. Dass ich da um die Kurve rum, sonst fahre ich da ja mal rein. Hat ja, denke ich, meine letzten Rennen auch gesehen, dass ich da mal reingefahren bin. Das Ganze war natürlich nicht geplant. Auch de Chablon de Blanc. Und nochmal zum Schluss. Alles wegrauchen. 6 Minuten 14 und 16 Millisekunden haben wir für diese Strecke gebraucht. Das war eine lange Strecke. Und fahren gleich zum nächsten Shopper. Der auch gleich hier vorne ist. Ich hoffe, das ist wieder nicht so ein langes Ding. So, wir wollen mal gucken. Das ist eine kurze Strecke. Ja, ich mein. Ja, ich mein. Essen das. Das ist der Arsch der Welt. Was wollen wir da? Möbel kaufen. Oh. Ja, nimm die Straßenschilder einfach mit. Kostet ja kein Geld. Tja, ich bin auf der Gegenspur, auch wenn das gefährlich wird. Du Schickeria, schick, 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 schick. Okay, die fahren alle mit mir auf der Gegenspur. Sind alle sehr wagemutig. Aber eine schnelle, leichte Runde eigentlich. Ich hier noch erster wäre. Also wenn ich nächste Runde genauso fahre, dann werde ich auf jeden Fall erster. Dicht hinter mir. Gefällt mir gar nicht. Gefällt mir nicht. Na, fällt gut, gefällt mir.
wir haben es nicht geschafft hier. Gefällt mir. Leider geil. Grafikfehler. Mein Scherz, keine Ahnung, was das sein soll. Ach scheiße, 3 Runden. Fuck. Ich dachte, ich hätte jetzt gewonnen. Naja, kann passieren. Wir kommen ja gleich nach dem Rennen hier das Part werden. Und das Part, den Part. My Dutch is very, very good. So. Konnte ich mich noch schnell rausretten. Hätte böse enden können. Noss ist wieder komplett voll. Und ich knall den Rest einfach raus. Jetzt haben wir aber gewonnen. Deine Zeit 3 Minuten und 11 Sekunden. So. Gucken. Carbon-Motorhauben. Neue Auswahl. Ja, die kannst du dir sonst vorne stecken. Ich hasse Carbon. Naja, hasse nicht unbedingt, aber bei Autos sieht das einfach nicht toll aus. So, dann gucken wir uns mal hier die Sprintstrecke an. Vorher natürlich hier eine Information. Der spezielle Shop in Bacon Hill West gehört zu den Shops, die am schwierigsten zu finden sind. Achte auf das gelbe Licht an der Einfahrt. Ja, den Job habe ich schon. Natürlich habe ich das Ding schon lange gefunden. Obwohl. Das sollte ich schaffen. Das kriegst du wieder. Du bist ein Peugeot 206 oder 106. Sei froh, dass ich den in die falsche Straße gedrängt habe. Das hätte böse enden können. So, wir haben 37% der Strecke schon hinter uns. Ha. Da wollte ich nur rüberziehen. Guck. So, wir haben 72% der Strecke hinter uns. Sind gut in der Zeit. Gut im Rennen. Und fahren jetzt aufs Ende hinzu. 260. Nein, nein, nein. Oh. Ich hab noch gewonnen, ey. Was ein Glück. So, ich beende mich dann noch, ne? Ich verabschiede mich dann auch wieder von euch. Das war's von mir und tschüss.